So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier ist wieder euer Spiritualanalyst. Und ich möchte euch von einer Astralreise berichten. Die war ziemlich interessant. Da geht es darum, dass ich in einer Welt war, wo Frauen größer und stärker waren als Männer. Also es war so, ich bin raus aus meinem Körper mit den üblichen Techniken. Und als ich dann raus war und aus meinem Zimmer geschwebt bin, habe ich gesagt, hey, ans Universum, an die Welt, bitte bringt mich mal in eine Welt, wo es also Frauen größer und stärker sind als die Männer, wo die Frauen das Sagen haben. Ja. Und dann ist mir auch gleich gesagt worden, das ist gar kein Problem, weil das gibt es überall. Oh, dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Und ruckzuck war ich in so einer Welt. Also ich bin quasi auf dem Planet, also quasi mit meinem Bewusstsein auf dem Planet ankommen. Und da war es so, dass der Planet war richtig schön. Also es waren Berge und tolle Natur, muss man echt sagen. Also viele Berge. Und ja, da waren Frauen, die richtig groß waren und die waren auch richtig erhaben. Also die Frauen, die waren mindestens mehr als 2 Meter groß. Also die richtig erhaben sind die marschiert. Und sie hatten bunte Kleidung, also sie waren so eine Art Pyjama und die Augen von ihnen waren ein bisschen breiter als jetzt das von Menschen. Also quasi, der Mensch hatte jetzt normal breite Augen, aber die Augen gingen richtig nach hinten, also es waren richtig breite Augen. Aber sie waren dennoch humanoid, also das hat man schon so gesehen. Und was man dann auch gesehen hat, die Männer waren alle weiß gekleidet, wobei immer man sagen muss, dass die Männer von den Frauen nicht großartig zu unterscheiden waren. Also die Männer waren auch sehr feminin. Also es gab keinen Mann, der irgendwie einen Bart gehabt hat. Ja, einige Männer hatten lange Haare. Ja, und die Männer waren weiß gekleidet, aber die Frauen waren bunt gekleidet. Also die waren irgendwie rot, grün, alles Mögliche. Ja, das war ziemlich auffällig. Und auf jeden Fall, ich bin dann auf diesem Planet geschwebt und so. Und dann bin ich auch ziemlich schnell, also auch zu der Anführerin gelangt. Irgendwie hat die mich so magisch anzogen, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall war ich dann in so einem Gebäude, also quasi so Palast, wenn man so will. Und die Anführerin war auf einem Thron. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Monarchie war, also dass das die Königin war oder sonst was. Aber sie war halt die Anführerin. Ja. Und sie hat mich quasi anzogen und ich war quasi jetzt vor ihrem Thron. Und dann habe ich ihr gleich gesagt, oh, hallo, ich bin nur Astralreisende, ich bin nur Forschreisende, ich bin kommen in Frieden und ich will nichts Böses und so. Und auf einmal war es aber so, dass ich plötzlich ein Halsband gespürt habe am Hals. Ich war quasi, also es kam so ein Halsband und ich war nicht frei, also ich habe keinen Willen mehr gehabt. Also es war so, dass ich völlig willenlos war und plötzlich war ich dann auch in so einer Art Kerker, wenn man so will. Und dann dachte ich, oh Scheiße, komme ich da noch wieder raus? Komme ich wieder zurück in meinem Körper? Und ich dachte, oh fuck, ja. Und ich habe dann auch der Kerkerwache, das war natürlich auch eine Frau, eine große Frau, habe ich gesagt, hey, ich will nichts Böses, ich will einfach nur diese Welt erforschen. Und auf jeden Fall kam dann die Anführerin in den Körper und die hat mir dann erklärt, dass wir, also die Erdlinge, total primitiv sind. Das ist mir richtig klar geworden. Also sie hat gesagt, nur auf der Erde gibt es das Patriarchat, nur auf der Erde gibt es dass Männer Beschützer sind und das Sagen haben. Und nur da gibt es es, weil die Männer, weil die Erdlinge sehr primitiv sind und sehr unterentwickelt. In allen höher entwickelten Gesellschaften ist es also so, dass die Frauen das Sagen haben, dass die Frauen größer sind als die Männer. Das soll aber nicht heißen, dass die Frauen die Männer ausnutzen oder unterdrücken. Im Gegenteil, also die Frauen beschützen die Männer, sie lieben die Männer und im Gegenzug sind die Männer die Diener der Frauen. Also die Frauen, es war dann wirklich so, also es ist mir so klar geworden, es ist mir so quasi übermittelt worden, dass die Frauen mussten nur mit dem Finger zwitschern, ja, also quasi so, und die Männer sind sofort gesprungen oder so, haben ihnen was gebracht, essen, trinken, egal was, ja. Also die Männer waren die Diener der großen Frauen, ja, also aber es war nicht schlimm,
Ja, das war überhaupt gar nicht übel oder so, weil die Frauen haben die Männer geliebt und umgekehrt. Also ihr müsst euch vorstellen, in höherentwickelten Gesellschaften ist es wirklich nur so, dass man dem anderen hilft. Wie kann ich dir helfen? Niemand nutzt dem anderen aus, sondern man geht total liebevoll miteinander um und es ist richtig schön. Also da funktioniert auch das Matriarchat. Und mir stand auch klar geworden, dass das Matriarchat, also die Frauenherrschaft, nur funktioniert in den höher entwickelten Gesellschaften. Also in den niedriger entwickelten Gesellschaften, wenn da jetzt zum Beispiel die Frauen größer wären und auch das Sagen hätten, würden sie die Männer zum Beispiel auffressen, wie zum Beispiel Gottesanbeterinnen. Ja? Also es würde nicht funktionieren. Die Frauen würden total ihre Macht ausnutzen. Also so ist es auf der Erde. Aber in den höher entwickelten Gesellschaften ist es so, dass die Frauen die Männer tragen, auf Händen tragen, beschützen, behüten. Es ist gerade umgekehrt, also es ist quasi wie jetzt zum Beispiel bei uns, wie es im Mittelalter war, dass die Männer die Frauen auf Händen getragen haben. Da ist es umgekehrt, die Frauen tragen die Männer auf Händen, ja, und beschützen sie und behüten sie, also so wie es im Mittelalter war, ja, also so mit der Mini und so weiter. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Also es ist eigentlich ziemlich schön. Und mir ist dann gesagt worden, dass das Matriarchat, also die Frauenherrschaft, das Natürliche ist. Also das Natürliche ist, dass die Frauen größer sind als die Männer. Ja, die Frauen müssen größer sein als die Männer. Die Frauen sind die Trägerin des Lebens. Die Frauen sind die Beschützerinnen. Und die Männer sind die kleinen Diener. So ist es überall im Universum, nur nicht auf der Erde. Und deswegen, weil die Erde eben vom Bewusstsein sehr unterentwickelt ist. Also das gibt natürlich schon zu denken. Ja, das war mein Erlebnis. Also wie gesagt, überall im Universum sind die Frauen größer als die Männer. Ja, und sie sind eher so die wo es eher Sagen haben. Wobei man sagen muss, dass im Universum es ziemlich viel Anarchie gibt. Also es gibt im Universum so ziemlich viel Individualismus und freie Gesellschaft. Es sind sehr frei und individuell und nur in den niederentwickelten Gesellschaften ist es so, dass es eher die Gesellschaften eher totalitär sind und beherrschend und bevormundend. Ja, das muss man natürlich auch wissen. Aber in den höher entwickelten Gesellschaften eher Matriarchat und frei. Also so die Mischung aus Matriarchat und Anarchismus kann man sagen. So muss man sich das vorstellen. Das war mein Erlebnis. Und auch irgendwo logisch, richtig und vernünftig, muss man echt sagen. Also die Gesellschaften waren sehr vernünftig und sehr, also quasi ideell und auch sehr moralisch, ja. Also es ist wirklich so, bei den höher entwickelten ist es so, man hilft einander, man liebt einander, man ist total liebevoll, ja. Die Frauen haben zwar das Sagen, aber sie sind total liebevoll. Keine Spur von irgendwie, ich will jetzt die Männer ausnutzen. Und das war jetzt, und das ist der Unterschied zur unterirdischen Welt, weil bei der irdischen Welt würden die Frauen, wenn sie die Macht hätten, die Männer total ausnutzen, ja. Schade eigentlich, ja. Also, und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Bewusstsein erweitern, dass wir unser Bewusstsein auf den höheren Stand bringen. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte teilt das Video, abonniert meinen Kanal und spendet für meinen Kanal. Ich bin der spirituelle Anarchist und dann würde ich sagen, ich wünsche euch was und macht es gut und bis bald.